Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück bei den Superstar MVPs. Jetzt geht's um Alex Lewis. Wir haben eine 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen das Spiel gewinnen. Wir bekommen einen Bonus, wenn wir nicht werfen. Und einen weiteren Bonus, wenn wir mindestens dreimal laufen. So, wir sind in den Farben von Alex Lewis Team, in den Farben der Jets unterwegs. Und treten an gegen die Baltimore Ravens. Wir haben ein First and Goal an der 8-Yard-Linie. Sind im vierten Quarter. Noch 1:30 zu spielen. Wir sollen ja mindestens dreimal laufen. Also wir dürfen jetzt noch nicht mal in die Endzone. Gott, in den Farben der Jets. Glaube ich zum ersten Mal auch in diesem Jahr. Elliott mit dem Run durch die Mitte. So, das war Run Nummer 1. Gehen per Audible in einen RPO. Elliott bekommt den Ball. Wir sind an der 5-Yard-Linie. So, ab jetzt können wir theoretisch gesehen Richtung Endzone laufen. Wir brauchen nur das richtige Play dafür. Start mit einem Halfback Base. Third and Goal. Elliott. Oh, ein Riesenhit. So, wir sind dreimal gelaufen, aber wir sollen ja hier ein Footballspiel gewinnen. Und wir versuchen ein Fake Field Goal. Das ist Andy Dalton, den wir da jetzt sehen. Ich habe keine Ahnung, wie schnell Andy Dalton ist. Er ist schnell genug. Wird ihm gut tun, dem ehemaligen Quarterback der Cincinnati Bengals gegen die Ravens, ist das schick. So, ein normaler PET, denn damit hätten wir eine 4-Punkte-Führung. Die Ravens könnten mit einem Field Goal das Spiel nicht ausgleichen. Die brauchen also jetzt einen Touchdown. Da freut sich die Gang Green, bestehend aus Spielern der Cowboys. So, wir müssen Lamar Jackson also noch gute 25-20 Sekunden kontrollieren. An der 5 wird der Ball aufgenommen. Der Return ist beendet. An der 25-Yard-Linie. Das ist ein erster Versuch und 10. So, wir spielen mal konservativ. Lassen den Receivern also Luft. Erster Versuch und 10 für die Ravens. Und natürlich scrambled Lamar Jackson, geht ins Aus an der 32-Yard-Linie. 7 Yards Raumgewinn. Baltimore hat keine Auszeit mehr, deswegen ab jetzt ist Hail Mary angesagt. 2. und 3. Noch 17 Sekunden zu spielen. Vollständiger Pass an die 44-Yard-Linie und jetzt läuft die Uhr runter. Die Jets schlagen die Ravens 24-20. Da ist der vierte, da ist der fünfte Stern. Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.